Dies ist ein alter Mende, die Volksempfänger. Man wollte ja, dass die Deutschen Goebbels hören konnten. Dies ist ein Schwede, das ist auch ein Schwede. Wenn Hans-Dieter Haase durch sein Haus in Nienburg geht, ist er nicht zu bremsen. Vom Keller bis zum Dach ist hier alles auf Empfang gestellt. Inzwischen hat er mehr als 200 Radios gesammelt, die meisten davon Röhrenradios, denn um diese geht es dem Radiofreak. Und unter ihnen sind ein paar ganz spezielle Schätzchen. So hat man 1925 Radios gebaut. Verdrahtet hat man mit einzelnen blanken Drähten. Optisch ist das doch super. Der große Drehko hier. Und dann die 5 Batterieröhren. Ein so ein schönes großes von Siemens, das ist von 1952. Und das hat damals etwa 600 D-Mark gekostet. Vor 22 Jahren hat es den ehemaligen Elektroingenieur gepackt. Damals kauft er sich sein erstes Gebissradio. So ähnlich wie dieses aus den 50ern mit zahnfarbenen Tasten. Und diese Empfangskisten müssen natürlich in Schuss gehalten werden. Da ist heutzutage Improvisation gefragt. Eine Tischdecke geopfert für diesen Lautsprecherbespannstoff hier. Wir haben die Decke sowieso nie benutzt. Und meine Frau steht voll dahinter, die hat also nichts dagegen. Aber Hans-Dieter Haase wäre nicht Hans-Dieter Haase, wenn er die Radios nicht möglichst mit Originalteilen reparieren würde. Sein Keller ist ein einziges Ersatzteillager. Manche sammeln das dreckige Ding, so wie es ist, mit dem Dreck innen drin zusammen, weil der Dreck ist ja auch historisch. Das geht mir persönlich ein bisschen zu weit. Ne? Bei mir geht also die Funktion immer noch vor. Es muss eigentlich funktionieren. Manchmal habe ich dann auch ganz einfach keinen Bock mehr. Nach 2 Stunden und dann höre ich auf. Ne? Apropos kein Bock. Hans-Dieter Haase ist jetzt 73 Jahre alt und so langsam denkt er auch ans Aufhören. Meine Tochter hat gesagt, sie wollen das Haus verkaufen, wenn ich nicht mehr bin. Und was hier drin ist, ja, Container, ne? Das ist natürlich schade, wobei mir letztens jemand sagte, musst du die Kurve kriegen, dass, wenn du nicht mehr da bist, dass das irgendwie geregelt wird, was daraus wird, weil das ja viel zu schade ist, wegzuschmeißen. In Vechta wird es möglicherweise demnächst ein Radiomuseum geben. Dem würde Hans-Dieter Haase seine Sammlung dann vermachen wollen. Aber solange es noch irgendwie geht, ist er natürlich nach wie vor, besonders für spezielle Schätzchen, durchaus noch empfänglich.